Märtyrer. Als Märtyrer wird jemand bezeichnet, der aus religiösen oder auch politischen Gründen getötet wird wegen seiner Überzeugungen. Viele christliche Heilige sind als Märtyrer gestorben. Und manchmal wird auch jemand zum Märtyrer gemacht. Ein Märtyrer, also jemand, der verfolgt und getötet wird wegen seinen Überzeugungen oder wegen seinem Glauben. Das Wort Märtyrer kommt eigentlich vom lateinischen Martyrium. Und Martyrium kommt wieder von Martyrion. Martyrion hieß ursprünglich das Bezeugen, das Zeugnis, der Beweis, ein Zeichen. Im Neuen Testament wird das Wort Martyrion auch verwendet oder Martyrion auch verwendet als Verkündigung des Evangeliums und der Predigt. In diesem Sinne war Märtyrer ursprünglich jemand, der das Evangelium verkündet. Später war aber auch der Märtyrer der Blutzeuge, der also bereit war, auch seinen Glauben zu bezeugen, selbst wenn er dafür verfolgt würde. So ist aus dem Wort Märtyrer als einer Verkünder jemand geworden, der für seinen Glauben und getötet wurde. Bis heute spricht man von Märtyrern im Kontext der Religion. Es gibt aber auch Märtyrer im politischen Sinne, wenn jemand insbesondere in einem diktatorischen oder totalitären Regime andere politische Überzeugungen hat, dann kann er dafür getötet werden und dann wird er zum Märtyrer. Und wenn jemand für eine politische Überzeugung gestorben ist, dann beeindruckt das oft viele andere Menschen, die dann auch diesem nachfolgen wollen. In diesem Sinne kann jemand als Märtyrer sterben und mit seinem Märtyrertod der guten Sache zum Durchbruch verhelfen.